Moin zusammen, es geht jetzt mit dem Challenge Mode nach Grafton zu dritt und wir machen auch das Halloween Event. Wir bereiten hier kurz alles vor und dann geht es ab nach Grafton mit null Beweisen. Okay, seid ihr bereit? Dann Let's 3, go. 2, 1, go! Komm, Boyka, bitte sei hier. Kein Totem hier. Ja, die starten random offen, die Türen. Ich hab den Breaker. Cool. Das heißt, ich kann hier sofort nach dem Knochen suchen. Also, ich habe noch gar kein Totem hier unten gesehen. Hier oben im Badezimmer ist eins. Na, ich könnte ja auch ein Foto von machen. Ja, ich gucke hier unten auch nebenbei nach dem Knochen zusätzlich. So. Diesmal sind die aber ganz anders gespawnt, ne? Oh, ich höre das Totem, wenn ich unter dir stehe im Badezimmer. Wir haben das Versteck in der Waschküche. Ah, hier ist eins, das kannst du ja fotografieren. Das hier mache ich. Hier oben sind 10 Grad im großen Schlafzimmer. Der Knochen ist aber noch nicht aufgetaucht, ne? Nee, bisher noch nicht. Ich guck noch mal kurz hier unten in dem Esszimmer nach dem Knochen, dann komme ich auch hoch. Das ist ein Schatten. Nee, hier ist nichts. Ach ja, wir können auch noch den Spiegel fotografieren. Gucken, haben die gezählt, die Fotos? Ja, hat gezählt. So, haben wir schnell. So, ist hier das Licht an? So. Okay. Also hier war es 10 Grad. Hinten sind 8,6. Ich glaube, der ist hier hinten. Ich habe die Fotokamera neben dem 7,5. Kruzifix hingelegt, falls ihr die braucht, okay? Hörst du uns? Ja, ich hole gerade Items für den Raum. Also ist es eher der Lagerraum, ne? Ja. Also ich sehe jetzt keinen Orbi. Die Kerze wurde einmal ausgepustet. So. Okay, dann müssen wir hier noch ein Kruzifix tun und Sensoren. Haben wir noch eins? Nee, okay. Wo sind die Sensoren? Hier. Stellen wir die einmal hier auf, dann kann man den hier sehen. Dann machen wir hier noch einen Sensor hin. Können wir erst nachher sehen, ob der zu uns kommt. Und was brauchen wir noch? Eine Taschenlampe, einen Smooch, ein Salz. Damit können wir dann jetzt gleich gucken, ob er zu uns läuft. Falls wir noch einen Kruzi haben, könntet ihr das da bei der Fotokamera im Flur hinlegen? Das nix, das. Gucken, ob sich hier was tut. Haben wir den Knochen schon gehabt? Nee, ne? Knochen haben wir noch nicht. Also wirklich gesprächig ist er nicht. Ja, das hatte ich gerade auch gemerkt. Das ist noch ein Totem. Ah, ich habe den Knochen gefunden und das letzte Totem. Sehr gut.
So, dann haben wir die Sachen auch. Ich hoffe, wir brauchen kein Geisterfoto. So, die lassen wir hier liegen. Nee, da will ich mit mir reden. Dann bauen wir mal einen kleinen Polti-Highway noch nebenbei auf. So. Also wenn es ein Polti ist, der kann sich ja da drin austoben. Da sind ja viele Sachen drin. So, und dann tun wir die noch dahin. Tun wir sonst noch was hin? Okay, ich hock mich mal hier mit dem Parabol hin und guck mal, ob er bei mir vielleicht was sagt. Das hat aber auch, glaube ich, nur 10 Meter Range. Da müssen wir mal gucken. Okay, was ist der Durchschnitt? 82. Okay, ja, dann haben wir ja noch genug. Wir müssen nämlich gucken, wann die Hunting Threshold ist. Na komm, willst du nichts sagen? Mann, ist das ein störer Sack, der will ja gar nichts sagen. Ach ja, sorry YouTube, ich habe vergessen wieder aufzunehmen. Also, ich habe eben... Ich habe eben den Whisper bekommen und meine Sanity ist runtergedrained. Das heißt, wir haben einen Moroi. Sehr wahrscheinlich. Okay, dann lassen wir ihn jetzt gleich trotzdem einmal handeln, um das nur gegenzuchecken, ob das wirklich ein Moroi ist oder nicht doch irgendwie Mimik mit versteckten Orbis. So, dann holen wir noch das Kruzi da raus. Wo ist das? Ja, das stimmt, auch das haben wir noch gar nicht geguckt, ne? Fotos sind auch voll. Wo habt ihr das Kruzi hingelegt? Weil ich würde das dann aus dem Raum hier rausholen. Oh, hallo. Hallo, Geist. Kuschelchen. Ich kann mich hier verstecken. Okay. War nur ein Event. Und ich bin mal wieder zu blöd, die Tür aufzumachen. Das Kruzi liegt bei dem Kreuz, bei den Kerzen. Wow, bist du schnell. Das ist ein Hand. Ich hoffe, ihr versteckt euch. Oh ja, habt ihr es gehört, wie lange sie gestunt war? Es ist ein Moroi. Gusti. Seid vorsichtig, sie huntet noch. Gusti. Komm her. Gusti. Willst du zurückkommen? Gusti, mein Gott, ist die schnell. Ich glaube, unsere Sanity ist schon so am Arsch. Hallo. Jetzt achtet darauf, wie lange der Smudge brennt. Wie lange sie langsam ist. Hört mal hin. Habt ihr es gehört? Der Smudge war schon lange abgebrannt und sie war immer noch geslowt. Das ist der Dun-Effekt. Der ist beim Moroi erhöht. So könnt ihr den auch rausfinden. Okay, ich habe gerade auch noch den Smudge-Test gemacht. Also definitiv Moroi. Weil der länger... der war länger geslowt, der Geist. Obwohl der schon abgebrannt ist. So, haben wir alles. Okay, wir haben alles, wir können. Cool. Haben wir einen coolen Geist jetzt gehabt. Ach, ist das schön, dass wir jetzt mal einen Moroi hatten. Endlich mal ein einfacher Geist. Vor allen Dingen mit dem Sanity Drain geht's schön schnell. Hab Moroi drinne. Ich auch. Okay, dann können wir. Nice, das war ja jetzt mal ausnahmsweise ein Speedrun gewesen, weil gestern lief es ja richtig dann. Nice. Okay, mal gucken. Wie viele haben wir hier von jetzt bekommen? Blood Moon, die Punkte 22. Hey, es geht voran. So, und natürlich, wir wurden alle drei angewispert. Deshalb hat er dreimal die Fähigkeit benutzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.